Die Neuigkeiten um Starships Entwicklungsprogramm überschlagen sich regelrecht. Heute schauen wir uns die neuesten Designänderungen an. Wir werfen wieder einen ganz genauen Blick nach Boca Chica, wo SpaceX mit dem Bau des nächsten massiven Gebäudes begonnen hat. Und dann gehen wir der Frage auf den Grund, wann und welche Tests auf uns zukommen. Und am Ende der heutigen Ausgabe habe ich etwas, das deine Fantasie anregen wird. Wenn du auch in Zukunft immer auf dem letzten Stand der Dinge mit Starship sein willst, dann abonniere jetzt Marschroniken. Du kannst den Kanal auch mit einer Patreon- oder YouTube-Mitgliedschaft unterstützen, damit ich in Zukunft noch coolere Videos für euch produzieren kann. Ich habe sehr viel vor, das geht aber nur, wenn der Kanal eine gewisse Größe erreicht. Ich möchte zum Beispiel unbedingt nach Starbase reisen und euch live vor Ort von Starship-Tests berichten. Wenn dir meine Videos gefallen, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden in den sozialen Medien teilst. Links in der Beschreibung unten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Marschroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wenn du neu in der Starship-Szene bist und dir einen Überblick darüber verschaffen willst, was Starship eigentlich ist und wie es funktioniert, dann habe ich genau das richtige Video für dich produziert. Ich verlinke dir das kleine Starship-Handbuch hier in der Infobox. Fangen wir wie immer mit der neuesten grandiosen Grafik von Brandon Lewis auf Twitter veröffentlicht an. Wir sehen, dass bereits 5 der 7 Treibstoff- und Verbrauchsgütertanks auf ihren Fundamenten in der neuen orbitalen Tankfarm stehen. 2 davon wurden mit ihren Schutz- und Dämmschalen versehen. Im Weiteren nenne ich sie GSE-Tanks. Das steht für Ground Support Equipment. Womit keiner gerechnet hat, ist dieser kleine Knirps. Er gehört zu den GSE-Tanks. Ich vermute aber, dass es sich um einen Testtank handelt, denn er wurde zum Testgelände gebracht und mit diesem Ventil versehen. Das haben wir bisher nur bei anderen Testtanks gesehen. Der wurde dann schließlich mit Stickstoff gefüllt und auf seine Dichte geprüft. Weitere 4 Schalen sind neben der Werkstraße fast bereit, um zum Testgelände gebracht und installiert zu werden. Ich vermute, dass die beiden letzten GSE-Tanks in den nächsten 2 Wochen auf ihren Fundamenten stehen werden. Was denkst du, wie lange es dauert, bis die Tankfarm betriebsbereit ist? Schreib es mir in die Kommentare. Booster 3? Sieht dem Schöpfer ins Auge und wird hin und wieder beschnitten. Teile davon wurden schon abtransportiert und verschrottet. Das gleiche passiert wahrscheinlich mit dem Rest auch. Oder es wird zu einer Art Wassertank. Nach meinem letzten Starship-Video wurden das Schiff und der Booster wieder auseinandergenommen. Zunächst wurde das Schiff mehr oder weniger sofort zur Werkstraße zurückgebracht, um weitere Arbeiten durchzuführen. Eine dieser Aufgaben war es, jede Hitzeschutzkachel zu überprüfen. Bei der Überprüfung wurden die intakten Kacheln mit der Aufschrift OK gekennzeichnet, andere mit farbigen Klebestreifen markiert. In der Community vermuten wir, dass die grünen Markierungen bedeuten, dass die Kachel locker sitzt oder zumindest einer weiteren Inspektion bedarf. Die roten Streifen bedeuten, dass die Kachel fehlerhaft oder gerissen ist. Blau bedeutet, dass die Kachel die falsche Größe hat oder nicht richtig platziert ist. Zumindest glauben wir das so. Beim Transport und Anheben von Starship auf Super Heavy ist die Gesamtstruktur enormen Kräften ausgesetzt. Der Stahl verformt sich ständig, solange er nicht bedrückt ist. Aber auch wenn er bedrückt wird, dehnt sich der Stahl aus. Dadurch, dass die Kacheln auf jeweils 3 Stiften befestigt sind, können minimale Verformungen des darunterliegenden Stahls dazu führen, dass die Kacheln aneinanderstoßen und brechen oder einfach abfallen. Dieser Hitzeschild muss viel aushalten. Ständig verformt sich der Stahl. Beim Transport, beim Betanken wird es von innen kalt und von außen brennt die Sonne weiterhin drauf. Der Aufstieg wird auch hart, denn da entstehen enorme Vibrationen und aerodynamische Kräfte, die den Kacheln nichts Gutes wollen. Dann, wenn das alles überlebt ist, prallt das Schiff mit dem Hitzeschild voran mit Orbitalgeschwindigkeit, also um die 27.000 km pro Stunde, auf die dichte Atmosphäre. Also einen derartigen Hitzeschild zu bauen, ist eine große Herausforderung. Um euch das noch mehr zu verdeutlichen, möchte ich euch diese Aufnahmen zeigen. Schaut euch einmal an, wie diese Delle verschwindet, weil sich der Stahl durch die Sonne erhitzt und ausdehnt. Ist doch cool, oder? Nicht, wenn du versuchst, einen Hitzeschild zu bauen.
SpaceX hat bereits Erfahrung mit Hitzeschilden. Bei ihrer Crew- und Cargo-Kapsel haben sie auch einen entwickelt. Dieser ist allerdings ablativ, kommt aus dem Lateinischen für wegtragen. Das bedeutet, dass Teile vom Schild abgetragen werden. Das bedeutet, dass der gesamte Hitzeschild nach jedem Flug ausgetauscht werden muss. Bei Starship soll ein kurzer Blick nach jedem Flug ausreichen, bevor das Schiff wieder abheben kann. Die Kacheln haben einen extrem ungemütlichen und harten Job und dürfen sich im Idealfall nichts anmerken lassen. Voila! Es gibt aber noch eine Möglichkeit, das beim Wiedereintritt entstehende Plasma davon abzuhalten, das Schiff zu zerstören. Man könnte kleine Mengen Methan durch kleine Öffnungen im Hitzeschild hinausdrücken. Wieder menschlicher Schweiß. Das verbrennende Methan wäre weniger heiß als das Plasma und damit zählt es zu den Möglichkeiten. Ist jedoch sehr komplex. Elon meint auch, dass es aber eventuell in Frage kommt, einige wenige besonders empfindliche Stellen wie Gelenke oder die Steuerflächen durch Methantranspiration zu kühlen. Das ist das erste Mal, dass ein Schiff einen vollständigen Hitzeschild hat. Bisher wurden immer nur ausgesuchte Stellen mit Kacheln versehen. Es wird für die Ingenieure sicher interessant sein, die ersten Tests bei kryogenen, also extrem kalten Temperaturen mit Stickstoff durchzuführen. Wie verhalten sich die Kacheln im Verhältnis zum darunterliegenden Stahl? Was denkst du, wird bei den ersten Tests und Flügen passieren? Scott Manley meint, dass wenn das Schiff zerstört wird, dass es bei Max Q, also dem größten aerodynamischen Druck beim Aufstieg passiert. Denn da sind die Belastungen auf das Schiff noch größer als beim Wiedereintritt. Zumindest war es beim Space Shuttle so. Wird es Hitzeschutzkacheln regnen oder wird alles halten? Sie haben einige Tage im Hochschutz an S20 gearbeitet. Es wurden die Triebwerke demontiert, während mehrere Crews gleichzeitig am Hitzeschild arbeiteten. Dann musste S20 Platz machen, damit B4 zurückgerollt werden konnte. Wenn du das Video interessant findest, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da, damit es mehr Leute erreicht. Und ehe ich mich versehen habe, war S20 auch schon wieder auf dem Weg zurück zum Testgelände. Ich finde es extrem witzig, wie das Schiff eine ganze Entourage an Liften und anderen Fahrzeugen hinter sich herzieht. Jetzt steht das Schiff auf dem suborbitalen Teststand B. Schauen wir uns einmal an, was ihm jetzt bevorsteht. Es könnten heute bereits die ersten Tests stattfinden, denn für die vergangenen Tage und heute sind Straßensperren auf der Seite von Cameron County. Ich denke, dass bald neue Straßensperren veröffentlicht werden. Die bisherigen Testkampagnen starteten immer mit einer Prüfung, ob das Schiff bei Umgebungstemperatur dicht ist. Dafür wird es mit Luft von innen bedrückt. Wenn es dicht ist, dann wird die Luft mit flüssigem Stickstoff ersetzt. Das simuliert das Methan und den Sauerstoff, mit welchem es schlussendlich beladen werden soll. Der Vorteil in diesem Stadium, Stickstoff zu verwenden, liegt darin, dass Stickstoff inert ist. Das bedeutet, es ist nicht reaktionsfreudig. Also passiert weit weniger, wenn etwas schief gehen sollte. Außerdem ist es kein Treibhausgas. Für den nächsten Schritt gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Bevor die Triebwerke für eine Testzündung montiert werden, hat SpaceX bisher immer hydraulische Pressen verwendet, um den Schub der Triebwerke zu simulieren. Dabei werden die Tanks wieder mit Stickstoff gefüllt und die Pressen drücken von unten auf den Tank. So, jetzt könnten Sie entweder 6 dieser Pressen in den Stand einbauen, wenn es soweit ist, oder Sie verwenden diesen Booster-Teststand mit ganz vielen Pressen. Ich denke mal, man kann die Pressen einzeln ansteuern und spart sich somit die Umbauzeit von Teststand B. Was denkst du, dass sie machen werden? Wenn das Schiff alles überlebt hat, dann folgt ein sogenanntes Wet Dress Rehearsal. Das entspricht einer Generalprobe. Die Triebwerke werden installiert und das Schiff wird mehrmals mit flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff betankt. Jedoch werden die Triebwerke nicht gezündet. An dieser Stelle könnte es Schlag auf Schlag gehen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte am selben Tag auch ein Static Fire stattfinden. Dabei wird das Schiff niedergehalten und zündet die Triebwerke für einige Sekunden. Das alles könnte innerhalb der nächsten 2 bis 4 Wochen passieren. Also vor dem orbitalen Testflug ist noch viel zu tun. Aber nicht nur das Schiff muss auf Herz und Nieren geprüft und getestet werden, sondern der Booster auch. Schauen wir mal, was der so treibt. B4 wurde samt den Triebwerken einige Tage nach S20s Abtransport ebenfalls zurück zur Werkstraße gebracht. Am Weg dorthin begegnete er seinem Cousin, dem GSE-Tank 6.
Der Tank musste aus dem Weg rollen, um dem Superstar der Show Platz zu machen. Im Hochschutz wurden zuerst viele oder alle Raptor-Triebwerke ausgebaut und es wurde dieser, wie es scheint, Wärmetauscher außen auf dem Booster befestigt. Wer von euch weiß, was das sein könnte? Währenddessen wurden laufend neue Triebwerke angeliefert und andere zurück nach McGregor, Texas oder nach Hawthorne, Kalifornien geschickt. Um ehrlich zu sein, habe ich gar keinen Überblick mehr, welches Triebwerk wo eingebaut oder gelagert ist. Es ist beinahe unmöglich, alles ganz genau zu tracken. Arceus veröffentlicht regelmäßig diese Grafik auf Twitter, die versucht, den Verbleib aller Raptoren darzustellen. Es scheint jedenfalls so, als ob sie begonnen haben, den Booster wieder mit Triebwerken zu versehen. Hier auf den Aufnahmen von nasaspaceflight.com sehen wir die aufgereihten Triebwerke vor dem Hochschutz, die auf ihre Montage warten. Ich denke nicht, dass das schon die Flugkonfiguration sein wird. Es könnte einfach nur Übung für die Mitarbeiter oder eine Art Fit-Check sein. Quasi das Triebwerk ranhalten und schauen, ob es passt oder ob noch etwas angepasst werden muss. Wir haben diesen Booster-Teststand schon gesehen, also denke ich auch, dass er vor dem ersten Flug eingesetzt wird, um den Booster ausgiebig zu testen. An die Verwendung eines Schubsimulators ist aber mit montierten Triebwerken nicht zu denken. Deswegen denke ich, dass diese Triebwerke früher oder später wieder abmontiert werden. Und jetzt schauen wir uns die neuesten Designänderungen an. Hier mal ein Blick auf S21s Aft-Sektion, an der hier neben der vorderen Sektion von B5 gearbeitet wird. Diese Änderungen werden vermutlich schon bei S21 zu sehen sein. Elon twitterte am 18. August, dass die vorderen Steuerflächen ein ganz neues Design erhalten. Sie werden noch kleiner. Die starren Stellen, wo die Steuerflächen mit dem Schiff verbunden sind, sind beim Wiedereintritt störend, da sie zu viel Widerstand bieten, wenn es nicht gefragt ist. Daher werden sie ca. 120 Grad voneinander entfernt, etwas weiter oben bei der Nasenspitze angebracht. Das erleichtert nicht nur den Wiedereintritt, sondern vereinfacht auch den Hitzeschild. Aber das waren noch nicht alle Designänderungen. Hier sehen wir eine Nasenspitze, die auf eine komplett neue Art gebaut wurde. Statt aus mehreren Ringen zu dutzenden Platten besteht diese Nasenspitze aus Edelstahlplatten, die von der Spitze bis zum Frachtsegment reichen. So muss viel weniger geschweißt werden und es sieht viel sauberer aus. Und jetzt wird es noch einmal richtig spannend. Werfen wir mal einen Blick auf alle neuen und alten Infrastrukturprojekte in Starbase. Direkt nördlich vom jetzigen Hochschutz wurde der Boden bereits aufgerissen. Hier soll ein ähnlich hohes Gebäude gebaut werden, das zwei eigene Kräne hat. Ihr könnt auf diesen tollen Luftaufnahmen von RGV Aerial Photography sehen, wie groß der Fußabdruck werden wird. Ich sage euch, das ist alles erst der Anfang. Es ist gut vorstellbar, dass SpaceX in den kommenden Jahren mehrere gigantische Fabrikationshallen baut. Das Vehicle Assembly Building der NASA im Kennedy Space Center hat sich 3 Jahre im Bau befunden. Ich denke, dass SpaceX dieses neue Gebäude in unter einem Quartal dahinstellt. Fairerweise muss man auch sagen, dass NASAs Gebäude wesentlich größer ist. Aber nicht um das 12-fache. Es ist etwa 160 Meter hoch. Die Hochschutzgebäude in Starbase sind etwa 70 Meter hoch. In dieser Abbildung sehen wir den aktuellen Hochschutz im Vergleich zum VAB der NASA. Zum VAB der NASA hat Tony von Mondgeflüster ein cooles Video gemacht. Sein Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Einerseits hoffe ich das, aber andererseits denke ich, dass wir dann viel weniger zu sehen bekommen würden. Aber Fortschritt hat meinem persönlichen Vergnügen gegenüber Vorrang. Der Start- und Integrationsturm steht bereits. Es fehlen noch die Fangarme und der Versorgungsarm. Der sogenannte Quick Disconnect versorgt das Schiff auf dem Stand mit Treibstoff und anderen Verbrauchsgütern. Hier ist auch noch eine kleine Designänderung versteckt. Ursprünglich wollten sie das Schiff durch den Booster von unten betanken. Das wäre aber zu komplex, daher wird das Schiff von der Seite betankt werden. Wir sehen in diesen Animationen, wie das in einigen Wochen aussehen könnte. Wenn die beiden auf der Startplattform stehen, fährt der Versorgungsarm aus und stabilisiert einerseits den gesamten Stapel, andererseits wird das Schiff damit betankt und versorgt.
Der Versorgungsarm muss aber auch an der orbitalen Tankfarm angeschlossen sein, was auch nicht einfach ist. Denn hier sind viele Teile beweglich und beim Start wird alles gegrillt und durch Vibration zerstört, was nicht nagelfest ist. Danke Owe und Eric X für diese coolen Animationen. Folgt Owe auf Twitter und abonniert ihn auf YouTube, wenn euch seine täglichen Animationen gefallen. Das gleiche gilt natürlich für Eric X. Links in der Beschreibung. Der orbitale Starttisch ist wie ein Bienennest. Er ist mit Gerüsten bedeckt und es wird rund um die Uhr daran gearbeitet. Innerhalb weniger Tage wurde der gesamte Stand mit grauer Farbe gestrichen. Die Geschwindigkeit, mit der diese Menschen arbeiten, ist verrückt. Hier haben sie einen temporären Aufzug installiert, damit die Mitarbeiter effizienter arbeiten können. Ich habe noch einen sehr interessanten Artikel auf myrgv.com gefunden. Steve Clark schreibt, dass Elon Musks Boring Company dem County-Administrator von Cameron County einen Vorschlag gemacht hat. Da die Verwaltung überlegt hatte, wie sie auch während Straßensperren den nördlichen Teil des Strandes weiterhin zugänglich machen könnten, haben Vertreter der Boring Company den Bau eines Tunnels vom südlichen Ende von South Padre Island zum nördlichen Ende vom Boca Chica Strand zu bauen. Der nördlichste Teil des Strandes ist weit genug vom Testgelände weg, dass er theoretisch zugänglich sein könnte. Auch während Tests. Das ist nur ein Vorschlag. Es gab bisher nur eine Präsentation und keine weiteren Gespräche. Die Verwaltung hatte schon von Anfang an angekündigt, dass sie sich nicht finanziell daran beteiligen können oder werden. Daher ist die Finanzierung unsicher. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Boring Company einen Kredit von SpaceX oder Elon bekommt, damit sie dieses Vorhaben realisieren können. Es müsste eine Umweltverträglichkeits- und eine Machbarkeitsstudie gemacht werden. Der Boden dort ist sehr sumpfig und sandig. Das ist nicht unbedingt chillig, wenn man einen Tunnel bauen will. Der Tunnel müsste unter dem Kanal durch, damit die Schiffe weiterhin passieren können. Die Boring Company schien aber zuversichtlich, dass sie das hinbekommen. Sie haben bisher nur einen Tunnel in Las Vegas gebaut. Es geht schon los mit den großen Infrastrukturprojekten. Das sind alles Vorboten. Und zu guter Letzt habe ich noch diese Bilder einer Lieferung für euch. Wir sehen, wie mehrere Roboterarme und Geräte geliefert werden. Ich vermute, dass diese Geräte zum Schweißen verwendet werden. Die werden einfach LKW-weise geliefert, nicht einzeln. SpaceX macht hier ernst. Danke Roman für das Korrekturlesen der heutigen Ausgabe. Ich möchte mich bei meinen neuesten Kanalmitgliedern bedanken. Mein neuester Pilot Martin und meine beiden Missionsspezialisten Sabine und Mike. Danke euch allen. Danke auch an meine Patrons für eure Unterstützung. Ihr macht es möglich, dass ich immer mehr und immer besseren Content für euch produziere. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. Seit einigen Wochen kann man jede meiner Ausgaben in Form eines Artikels auf wadler.at nachlesen. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den verschiedensten Themen, Gutscheine, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Also schau gerne mal rein. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.